Ich fange einfach mal an. Passt ja jetzt. Also ich bin Frank Düsterbeck. Ich bin im Stimmbruch und ich arbeite in zwei unterschiedlichen Firmen. Die eine seht ihr da oben, das ist Kurswechsel Unternehmensberatung, ein ganz kleines Unternehmen. Wir machen Hardcore-Organisationsentwicklung. Nicht agil, ne, das ist zu wenig, sondern mehr. Und mein anderer Kontext ist die HEC. Das sind 180 Mitarbeitende, die individuelle Softwareprodukte machen. Also eine der komplexesten Tätigkeiten, die Menschen heute tun. Und aus diesen Kontexten würde ich euch auch ein bisschen was erzählen, warum das Thema Verantwortung mich so mega treibt. Kannst du überhaupt irgendwas sehen da in der Ecke? Okay. Ja, warum das Thema mich einfach mega treibt und bei uns auch immer, obwohl wir schon 30 Jahre am Markt sind und sehr, sehr lange schon agile Softwareentwicklung machen und die HEC hat auch eine, stellt euch was drunter vor, agile Organisation, was auch immer das sein mag. Also wir arbeiten sehr viel mit selbstorganisierten Teams. Und das Leid, ein Kollege von mir sitzt hier, der Jan, das möchten wir euch ein bisschen oder möchte ich euch ein bisschen rüberbringen. Und auf das Thema Verantwortung ganz im Speziellen kommen, damit Verantwortung eben nicht so ist. Wir haben ja was zu tun. Wir sind EntwicklerInnen, Product Owner, Scrum Master, egal was, und haben irgendwelche Rollen. Und es gibt ja aus dem Manifest für agile Softwareentwicklung eigentlich das erste Prinzip, und das steht hier. Ich finde das so witzig, das Manifest für agile Softwareentwicklung gibt es seit 2001. Ich stehe da total hinter. Aber da hat da unheimlich viel mit iterativ und Feedback und neu machen und adaptieren zu tun. Aber das Manifest wurde noch nie adaptiert seit 2001. Deswegen habe ich das jetzt mal adaptiert, weil ich das outdated finde. Und das steht hier, unsere höchste Priorität ist es, nicht den Kunden alleine. Wenn wir das nur machen würden, dann wären wir alle arbeitslos. Den Kunden, sondern den Stakeholder durch frühe und kontinuierliche Auslieferung wertvoller. Und eigentlich sind es nicht nur Softwareprodukte, sondern es sind Problemlösungen, die wir machen. Also Kunde hat ein Problem oder Stakeholder hat ein Problem, wir lösen das. Mit einer geilen Software zufriedenzustellen. Also das stellt so den Nutzer in den Fokus. Und das ist unsere Aufgabe. Also wir lösen ein Problem für irgendjemand anders. Das ist unsere Verantwortung, kann man auch sagen. Ne, dafür sind wir da. Und wir Deutschen insbesondere haben ja so ein leichtes, also ich bin ursprünglich Ingenieur der Elektrotechnik und damals ist das halt so gewesen, wir haben über ein Problem so gedacht, da gibt es ein Problem, wir analysieren das Problem, wir verstehen das Problem, wir denken uns eine geile Problemlösung aus und dann ist das Zeug fertig. So, also Wasserfall oder sequenzieller Vorgehensweise kennt ihr alles, ne? Und ihr wisst selber, die Welt ist nicht so. Wodurch zeichnen sich denn heutige Problemstellungen aus? Sag mal, wodurch zeichnen sich eure Problemstellungen aus? Was charakterisiert die? Traut sich keiner. Der Dienstleister. Ja, genau, man ist nur Dienstleister. Noch was? Die Dienstleister machen Probleme. Hast du das? Sehr schön. Kriegst auch schnell Freunde, ne? Was? Aber komm mal drauf. Ja, genau. Also du hast es schon zusammengefasst, das ist jetzt doof, den kann ich mir das sparen. Aber genau das ist das. Also wir haben Problemstellungen und die sind eigentlich so. Wir haben am Anfang ein Problem, da sind gar nicht alle Probleminformationen da. Da können wir auch noch so viel analysieren, wir finden das nicht raus. Und trotz dessen gibt es immer noch Unternehmen oder Menschen oder was auch immer, Dienstleister, die analysieren und paralysieren sich. Also das funktioniert halt nicht. Du kriegst nicht alle Probleminformationen. Dann ist es so, dass wir heutzutage unheimlich viele Einflussfaktoren haben. Das sind diese kleinen Dödel, die da überall rumfliegen und miteinander vernetzt sind. Das heißt, ziehst du an dem einen, hast den ganzen Kram hintenher. Und die sind so doof, diese Einflussfaktoren, die sind noch dynamisch und die verändern sich zeitlich auch noch. Ja, also sind nicht starr. So, sonst könnte man sie ja auch durchanalysieren, wie beim Schachspiel. Das geht aber nicht. Sondern die bewegen sich. Und das hat unheimlich viel Einfluss, zum einen auf das Problem selber. Das heißt, das Problem verändert sich kontinuierlich. Aber auch die Problemlösung. Aber auch die Ziele, die wir mit diesen blöden Problemlösungen verfolgen. Das ist einfach die Begründung, warum wir agile Vorgehensmodelle machen müssen. Gibt es überhaupt gar keine Diskussion drüber.
wenn wir komplexe, du hast das gerade gesagt, Probleme vor uns haben. Wenn wir einfache Probleme vor uns haben, die wenig Komplexität in sich haben, dann können wir auch anders handeln. Die haben wir aber heutzutage in der Softwareentwicklung eigentlich fast nie. Auch wenn einige Leute das suggerieren mögen. Das bedeutet, dass, so, die Folien kriegt ihr alle, ich lese das jetzt nicht alles vor, aber es bedeutet natürlich auch, dass wir einfach mal was machen müssen, was ausprobieren müssen und gucken müssen, ist das gut, ist das schlecht. Dass wir uns gewahr sein müssen, dass wir nicht weit in die Zukunft planen können. Das geht nicht. Wir können keine Dreijahrespläne machen. Wir können keine Software abschätzen, wo ein Großteil der Entwicklungsleistung kreative Problemlösung ist. Es ist nicht abzuschätzen. Wenn ihr das diskutieren wollt, können wir das gerne im Nachgang machen. Das geht nicht. Und das muss man aber wissen. Sonst können wir der Problematik, der komplexen Probleme gar nicht entgegentreten und unserer Verantwortung nicht gewahr werden, gute Software herzustellen. Denn labern wir irgendwas, das Ding kostet 200.000, dauert irgendwie ein Jahr und das ist aber falsch. Aus einer guten Intention, aber wahrscheinlich auch aus dem Nichtwissen über komplexe Problemstellungen. Also hier nochmal zusammengefasst, du hast das gerade gesagt, das Zeug ist einfach komplex. Wir sind in der komplexen Umgebung. So. Und das ist nicht nur seit Corona so, das ist schon seit den 70er Jahren so. Und die Frage ist, wenn wir über Verantwortung reden wollen, wie müssen wir denn zusammenarbeiten, wenn doch alles so schrecklich komplex ist? Also, wenn die Komplexität niedrig ist, gibt wenig Überraschung, so könnt ihr euch das vielleicht auch vorstellen, oder es gibt wenig Handlungsoptionen. Na, dann können wir schön fremdorganisiert arbeiten und so ein Projektleiter sagt euch, ja, du machst morgen das, du machst das und du machst das. Das ist gut messbar auch, ne? Standarddialog kostet immer das Gleiche. So, geht, wunderbar. Je weiter wir in den Bereich der Komplexität kommen, also je mehr Überraschungen da sind, je mehr Handlungsoptionen, Unwägbarkeiten, bla bla bla, Kreativität, Intuition, Innovation, desto schwieriger wird es. Da können wir nicht mehr fremdgesteuert arbeiten. Und das ist so ein Kernding, wenn wir Verantwortung übernehmen wollen. Das heißt, wir müssen überlegen, wie wollen wir denn da zusammenarbeiten? Wisst ihr, was 2001, ich glaube, ich habe schon verraten, ne? Gab schon etwas, die haben sich da schon Gedanken drüber gemacht, wie man Softwareentwicklung besser machen kann und nicht ingenieurmäßig wasserfallig, weil das falsch ist. Und die haben zwei Sachen rausgefunden. Das eine ist, was helfen würde, steht hier. Errichte Projekte rund um motivierte Individuen, ist ein Prinzip von den 12 Prinzipien. Ne? Gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen und vertraue darauf. Eigentlich eher Zutrauen auch. Ne? Hab das Zutrauen, dass sie die Aufgabe erledigen. Und das andere seht ihr da, die besten Architekturen, Anforderungen und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams. Haben die damals schon hingeschrieben. Ist sehr klug, das heißt, es sind zwei Aspekte, Autonomie und Selbstorganisation. Eigentlich ist es ein Aspekt, wenn man ehrlich ist, weil Autonomie und Selbstorganisation, das gehört schon so ein bisschen zusammen auch. Das bedeutet aber, die Antwort auf die Frage, wie müssen wir eigentlich zusammenarbeiten, wenn wir so einen komplexen Kram machen, ist selbstorganisiert. Und das möchte ich auseinanderfisseln, weil nur wenn wir es auseinanderfisseln, wissen wir, was für Verantwortung wir da drin haben. Also schauen wir mal ein bisschen tiefer rein. Warum Selbstorganisation? Was hat der Mensch schon immer, um mit komplexen Problemen umgehen zu können? Wer weiß das? Was? Ein Gehirn. Ein Gehirn. So, jetzt kommt es drauf an. Wir nehmen das Gehirn jetzt mal. Und jetzt schauen wir mal in das Gehirn rein. Was von dem Gehirn, ne, ein Gehirn ist ja nicht nur hier oben, sondern es geht ein bisschen tiefer auch. Welcher Anteil ist denn für sowas zuständig? Sprache, klar, also um das zu verbalisieren, aber Kreativität. Ist es Ratio? Also Beispiel, ne, ihr habt eine neue Partnerin oder einen neuen Partner, könnt ihr eine Liste machen, also zwei, sagen wir mal, ne, und ihr müsst auswählen, das ist vielleicht besser. Macht ihr eine Liste, der kann gut spülen, abwaschen, macht Spaß, wenn man mit dem unterwegs ist. Andere Dinge könnt ihr euch selber ausmalen, so, was eure persönliche Liste ist. Und jetzt gibt ihr Punktzahlen oder Ampelsysteme. Ne? Ja, da ist eher grün, da ist, könnte ja auch eine Sie sein, dann noch sie ist gelb oder so, keine Ahnung. So, ne? Und am Ende zählt ihr die Punkte zusammen. Hilft das dann, eine Entscheidung zu treffen bei komplexen Sachen wie einer Partnersuche? Nein, es hilft nicht. Und was wirklich hilft, ist Gehirn, aber Bauchgefühl, super, geil.
Und das ist genau das, was wir brauchen, Intuition. Wir Menschen sind Komplexitätskünstler. Wir kommen mit der Intuition und können in komplexen Problemstellungen schnellste Entscheidungen treffen, die natürlich komplett scheiße sein können. Aber das hilft. Wenn wir das nicht hätten und jedes Mal erstmal nachdenken müssten über bestimmte Dinge, wären wir alle schon längst tot. So, das ist richtig cool. Jetzt ist das Doofe an so einer Intuition, wenn wir über Verantwortung und Selbstorganisation reden, dass so eine Intuition sich daraus bildet, was ihr bis jetzt erfahren habt. So. Nehmen wir mal so einen Leader, euer Projektleiter, Leader, keine Ahnung was, Teamleader oder irgendwas anderes. Wurst. Und jetzt haben wir ja erkannt, wir sind in komplexen Problemen. Und jetzt ist es ein bisschen doof, wenn ich jetzt nur einen Leader hätte, der dann entscheidet in solchen Situationen, dann habe ich nur ein Gehirn. Meistens. Und das Gehirn, das ist ein Erfahrungsschatz von einem Menschen. Und das ist nicht böse gemeint, aber diese Menschen, die in den Leitungspositionen teilweise sind, die haben vielleicht BWL studiert oder irgendwas anderes, Ähnliches, was heutzutage nicht mehr, in den meisten Unis jedenfalls, nicht mehr hilfreich ist. Ich will es mal so sagen, nicht ganz so krass. Das heißt, es ist total doof, ein so ein Gehirn nur zu haben in komplexen Situationen. Gibt es noch mehr Gründe, warum ein Gehirn nicht reicht. Also, ein Gehirn ist zu wenig. Das schaffen wir nicht. Das kann nämlich falsch geprägt sein, das Gehirn. Und falsche Ableitungen machen. Wie zum Beispiel, hey, wir müssen genauer planen im Komplexen. Wir haben nicht genau genug geplant, kam ja nicht hin. So. Nee, das Gegenteil ist aber eigentlich die Ableitung. Die wirst du aber nicht treffen, wenn du anders geprägt bist, wenn deine Intuition eine andere ist. Außerdem kann kein Mensch alle Informationen so verarbeiten im Komplexen. Deswegen, wer arbeitet ganz alleine? Keiner. So, oh Wunder. Ne, also es gibt natürlich alleine Entwickler, Freelancer, die irgendwo, aber die sind halt auch immer in irgendwas eingebettet. So, ne? Also, und das andere, was super schwierig ist, also das ist das eine noch, wir können nicht alleine alle Informationen verarbeiten, aber das andere, was ich auch total wichtig finde, wir haben ja teilweise sehr, sehr, sehr hochrisikoreiche Projekte, die in die Tonne gehen können. Und wenn ihr euch den Chaos Report der Standish Group anschaut, dann werdet ihr sehen, wie viel Geld noch verbrannt wird durch Softwareentwicklung. Durch falsche Planung vielleicht auch, weil man gar nicht planen kann. Und diese Verantwortlichkeit, die dann auf unseren Schultern lastet, ist unglaublich groß. Das kann Entwicklerin sein, das kann aber auch Projektleiterin sein oder irgendwas anderes. Und das ist super schwierig, diese ganze Last zu ertragen. Und da brauchen wir eigentlich auch mehrere Gehirne, um das nicht zu teilen, sondern um eine gemeinsame Verantwortung zu haben. Und das ist auch die Antwort. Wir brauchen sowas Ähnliches wie Leadership. Also wir brauchen eine gemeinsame. Ja, das Doofe ist, geteilt ist so ein Teekesselchen, ne? Könnte teilen sein, weil wir wollen das aber nicht teilen. Die Summe ist immer noch das Ganze. Eine gemeinsame Verantwortlichkeit und wir brauchen verschiedene Erfahrungsschätze. Das ist einer der Gründe, warum wir Diversität brauchen. Diversität bedeutet nicht, ich habe eine Frau, einen Mann, wenn die Kategorien noch gültig sind. Ja, nur weil eine Frau ist und ein Mann, Mann. Sondern die, wenn die beide gleich denken, ist einer überflüssig. Diversität bedeutet Diversität im Geiste. Unterschiedliche Erfahrungsschätze, die uns helfen, einfach miteinander in einen Diskurs zu gehen, in einen Konflikt einzugehen auch, um mit diesem Konflikt neue kreative Ideen, du hast es irgendjemand hier vorne gesagt, kreative Ideen zu entwickeln. Das brauchen wir. Das ist total wichtig. Das bedeutet, erster Merksatz, komplexe Problemstellungen können nur gemeinschaftlich gelöst werden. Es geht nicht mit einem Gehirn. Dann ist es nicht komplex. Das ist zu einfach, oder? Ja. Wir schauen uns das weiter an. Wenn wir Komplexität begegnen wollen, dann ist es so, wir müssen uns ja adaptieren. Das kennt ihr aus dem agilen Krams auch alles. Wir müssen also eigentlich sehr, sehr schnell unsere Umwelt wahrnehmen. Wir müssen eine schnelle Lösung finden oder was ausprobieren, einfach wenn da jetzt keine Lösung so auf der Hand liegt. Wir müssen das schnell umsetzen können. Also nicht nur die Lösung finden, sondern die dann auch an den Menschen, an den Markt bringen. Und wir müssen schnell rückkoppeln, ob das, was wir da jetzt gerade gemacht haben, wirklich gut ist oder ob das einfach eine scheiß Idee war.
Und das ist auch nicht schlimm. Dieses Scheiter-Heiter oder sowas, das ist doof. Oder Fehlerkultur ist auch doof. Es ist eine Irrtumskultur. Im Komplexen begehen wir normalerweise gar nicht Fehler, sondern wir begehen Irrtümer. Das war eine gute Intention, aber es hat sich gezeigt, dass es nicht wirksam war, nicht wertvoll. Also machen wir was anderes. So, das ist auch völlig okay. Wenn das nicht okay ist, dann sind wir im falschen Laden. Oder haben kein Verständnis für komplexe Probleme. Und das, damit wir das machen können, brauchen wir eine Organisation, die das auf der rechten Seite zulässt. Das heißt, wir brauchen Transparenz in den Informationen. Wir können keine guten Entscheidungen treffen, wenn wir Information Hiding haben. Wir brauchen absolute Augenhöhe. Wenn wir hier vorne, die ihr nicht seht, ein Team sind, ja, dann müssen wir auf Augenhöhe arbeiten. Nur weil ich grau bin und älter als ihr, denkt er, ne? So, bin ich nicht euer Chef oder irgendwas anderes, sondern ihr müsst euch trauen, auch wenn ich dominant auftrete, zu sagen, Frank, du trittst jetzt sehr dominant auf, das finden wir doof, ich möchte auch gerne meine Meinung dazu sagen und sich das auch natürlich trauen, die Meinung zu sagen. Deswegen steht im Scrum Guide so ein Wert Mut. Ist gesunder Menschenverstand für mich, aber wir sehen immer wieder, es braucht anscheinend doch Mut, Konflikte einzugehen. Augenhöhe. Wenn ich ein Chef von denen bin oder bestimmt auch noch die Knete von den Kollegen hier unten, ja, dann traue ich mich doch nicht, mich selber, also dass ihr mich da anmacht. Also das ist eben ein dummes Konzept meistens. Absolute Exzellenz. Wir müssen richtig, richtig gut sein. Das heißt nicht, dass wir hier alles die super Highflyer, super Performer sind. Das interessiert überhaupt gar keine Sau. Sondern dass wir in einem Team einfach gut miteinander exzellent werden können, immer besser werden können. Vielleicht auch bis zu einer Grenze und dann reicht das einigen auch aus. Das ist völlig okay, aber wir, zu unserer Selbstbestimmung so weit, wie wir das möchten. Wir brauchen Könnerschaft. Und Exzellenz bedeutet nicht nur im fachlichen, technischen, sondern eigentlich müsste der gleiche Bums nochmal stattfinden, nur mit sozialen. Weil wir ja miteinander interagieren müssen in solchen Teams. Also mit Bums meine ich die Code-Talks, dann wäre es die Social-Talks oder sowas. Also, und absolute Lernbereitschaft. Das heißt, wenn ich eine Intuition habe, dann muss ich lernbereit sein und sagen, okay, vielleicht ist meine Intuition auch schlecht. Vielleicht habe ich die aus irgendeiner Erfahrung gesammelt und die ist gar nicht richtig gut. Und ich muss mich reflektieren und ich muss bereit sein, meine eigene Meinung zu hinterfragen. Das ist total wichtig, sind wenig Menschen. Und das können wir nur erreichen in selbstorganisierten Teams. Haben wir eine Fremdorganisation in einer bestimmten Ausprägung, geht das nicht. Also wir brauchen selbstorganisierte Teams. Das ist der Grund dafür und das ist auch die Antwort. Die einzige Antwort ist, um mit komplexen Problemen umzugehen, brauchen wir selbstorganisierte Teams. Selbstgeführte ist ein Aspekt davon, seht ihr gleich, Teams. Die Erklärung dazu. Okay, also, wie geht denn das? Und dann schauen wir uns das mal an. Das ist hier von Hackmann, die Matrix. Vielleicht kennen die einige. Hier unten, das in blau und rosa, ist die Teamverantwortung. Alles, was weiß ist, ist die Fremdgeführtheit, ist die Managerverantwortung zum Beispiel. Und jetzt gibt es unterschiedliche Ausprägungen von Selbstorganisation. Wenn ich meine Aufgaben erledigen darf, ne, dann ist das hier Manager geführt. Also wenn der Manager dann sagt, die Arbeitsprozesse, ihr macht jetzt Wasserfall oder ihr macht Scrum oder so, wenn der Manager, die Managerin das gestalten, dann ist das Manager geführt. Die Aufgaben dürft ihr trotzdem noch erledigen. Danke. Gehen wir weiter. Selbstgeführt bedeutet, Entschuldigung, dass ihr auch die Arbeitsprozesse euch gestalten könnt. Also wenn ihr erkennt im Team, dass Scrum nicht nützlich ist, weil, weiß ich nicht, weil ihr eher lieber ad hoc arbeitet und dieses Sprint nicht braucht, dann dürft ihr das anders machen. Der Manager sagt nicht, nee, das nicht, ne, das weiß ich aber besser. Ne, da ist das Gehirn halt nicht ausreichend für und der spürt es ja auch gar nicht oder die. Das bedeutet Selbstgeführtheit. Wenn ihr dann noch hingehen dürft und quasi den Organisationskontext festlegen dürft. Das heißt, okay, wir brauchen mal neue Menschen noch in meinem Team hier vorne. Also nicht, kommst du noch dazu? So, ne? Gehst du bitte runter jetzt? So, haben hier noch den Kollegen dazu. Dann ist das Team selbstgestaltend. Es darf sich selbst gestalten und dann die höchste Stufe der Autonomie, wenn man so will, nämlich das Autonome ist, wenn so ein Team auch erkennt, ach, weißt du was, Softwareentwicklung ist eigentlich totaler Murks, es macht keinen Spaß, wir machen Weinanbau. So, großen Respekt vor.
So, also, und jetzt kommen wir nochmal aufs agile Manifest oder Manifest für agiles Software und vertraue darauf, dass sie die Aufgaben erledigen, ist da unten. Ist hier. Wie sieht das bei Scrum aus? Das ist keine Frage, die ihr beantworten müsst. Scrum sagt ganz klar, ein Team muss mindestens selbst geführt sein. Das ist sehr klug, was Schwalbe und Sutherland da gesagt haben. Also da haben wir schon mal, und das ist auch der nächste Merksatz, die kommen aber am Ende nochmal alle gesammelt, ihr müsst euch das jetzt nicht merken, in Komplexen braucht es mindestens mal selbstgeführte Teams. Sonst geht's nicht. Und nochmal, ich will echt betonen, es geht sonst nicht gut. Ne? Wie man das klar macht, so den Raum, vielleicht kennt ihr das, ich habe hier so ein paar Helferlein nochmal mitgebracht, die könnt ihr euch einfach nur merken. Das könnt ihr alle Informationen im Internet super runterziehen. Das ist zum Beispiel über das Delegation Poker von den Jürgen Apelow, den ich sehr schätze, der da echt coole Sachen gemacht hat. Und damit könnt ihr diesen Raum auch ein bisschen klarer machen. Ne? Was dürft ihr und was dürft ihr nicht in dem Team? Das Problem ist aber jetzt einfach, wenn ich als Teamleiter, Projektleiter oder was weiß ich auch immer, ne, jetzt trotzdem irgendwie die Verantwortung habe, das ist dein Team. Du musst dafür sorgen, dass die Arbeitsprozesse da vernünftig gehen und dass die gute Software abliefern. Du bist dafür verantwortlich. Dann konterkariert das halt das ganze Geraffel. Dann hast du ja auf einmal als Teamleiterin die Verantwortung dafür. Und das wissen die Teammitglieder natürlich auch, ohne dass sie böswillig sind. Wenn du dann eine Arbeitsanweisung machst oder ins Mikromanagement verfällst oder sowas, weil irgendwas mal wieder schief geht und in der Softwareentwicklung geht immer irgendetwas schief, sonst wäre es nicht Softwareentwicklung. Ja, dann sagen die anderen vielleicht auch, ey, das ist deine Entscheidung gewesen, Teamleiter das, oder Projektleiter, da haben wir ja gar nicht die Verantwortung. Und sie können sich das selbstorganisierte Team quasi, ne, immer wieder zurückziehen auf die Verantwortlichkeiten solcher Menschen. Und das ist echt doof. Gerade so diese Rechenschaftspflicht. Ne? Dann wird einer geholt, der Teamleiter, Projektleiter, ja, sagt doch mal, wie ist denn das Projekt? Wo steht denn das jetzt? Ja, keine Ahnung, ne? Irgendwie läuft es nicht so gut und bla bla bla. Ja. Und das ist eine doofe Situation. Das ist eben genau das typische Agil-Problem. Ne? Wir machen irgendwo so ein kleines Scrum-Team, aber irgendwo schwirren dann doch die ManagerInnen rum und konterkarieren eigentlich genau das System der Selbstorganisation und der Selbstgeführtheit. Und das ist so ein typisches Agil-Problem, weswegen ich inzwischen Kurswechsel ja auch mache und Organisationen so umstricke, dass das Problem nicht mehr besteht. Okay, wir gehen mal weiter. Wenn wir rechenschaftspflichtig sind, ne, dann hat das auch was mit dieser Fehlerkultur zu tun. Weil ich habe natürlich keinen Bock dann, dass Fehler passieren in meinem Team. Ob ich jetzt Teammitglied bin oder dem Team vorgesetzt bin. Und das führt dann zu Dingen, die wir im Komplexen überhaupt gar nicht gebrauchen können, nämlich Fehlervermeidung. Ich darf auf keinen Fall einen Fehler machen, sonst kriege ich einen auf den Sack. Und das ist richtig, richtig doof. Weil ihr habt ja gemerkt, im Komplexen gibt es immer mal Irrtümer, die man begeht. Da kann man gar nicht drum rum. Und wenn ich das vermeiden will, dann mache ich doofe Entscheidungen, die gar nicht hilfreich sind, für mein Projekt vielleicht auch. Noch schlimmer, das kennt ihr vielleicht auch, Mikromanagement. Wer war schon mal Opfer von Mikromanagement? Ich. So. Ne? Was hast du gestern gemacht? Warum ist denn das nicht fertig? Du weißt doch, bla bla, ihr kennt den ganzen Krams. Völlig nervig und nicht hilfreich. Ja? Und das Allerschlimmste ist Melonenreporting. Ne? Außen alles schön grün und innen alles tiefrot. Nö, bei uns ist, ist man halt froh, ne? Wenn die anderen dann zuerst rot melden müssen, dann sind die halt schuld und wir haben Ruhe, so ungefähr. Ne? Alles schon durchgemacht, fürchterliche Geschichte, so will ich persönlich nicht arbeiten. Und ich glaube, ihr habt da auch keinen Bock drauf, weil ihr einfach geilen Code schreiben wollt zum Beispiel oder super geile Product-Owner sein wollt oder ein Scrum-Master. Okay, ich frage das jetzt nicht mehr. Also Verantwortung. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir alles gut. Der Raum der Verantwortung ist klar und schön definiert. Und das ist ein wunderbarer Satz, den der Ludger Heidbrink hier rausgebracht hat, den ihr selber lesen könnt. Finde ich klasse. Und dieses, was ich hier an diesem Satz so herrlich finde, ist das Wort vermag. Ja? Also, wenn der Raum der Verantwortlichkeit klar ist, dann vermögen wir, diese Verantwortung anzunehmen. Und vermögen heißt noch lange nicht, dass wir das auch tun. Ja? Und das muss man halt auch wissen.
dass, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Chef bin und mache so einen Raum der Verantwortung klar über Delegation Poker oder irgendwas anderes, ne, dann heißt das noch lange nicht. Also das ist genau das, was eigentlich Leadership heute ist. Ne? Also die Leader von heute, wenn es die überhaupt noch geben sollte, da können wir auch nochmal drüber diskutieren, die machen Räume auf, in denen Selbstorganisation gestaltet werden kann. So, und trotzdem gibt es genügend Menschen, die sich wundern, warum das denn nicht funktioniert und die Leute ihre Verantwortlichkeit der Produktentwicklung zum Beispiel nicht gewahr werden. Ja, und da gibt es immer noch ganz, ganz viele kleine Aspekte, wie zum Beispiel Inzentivierungen, variable Gehälter, Unterschriftenregelungen können auch ganz cool sein, warum Verantwortung auf einmal nicht wahrgenommen wird. Ja, das sind meistens so systemische Sachen und die liegen eigentlich nie im Menschen selber. Natürlich gibt es auch ein paar Menschen, die sagen, das ist mir zu viel Verantwortlichkeit, die ich da habe. Das möchte ich nicht. Und das ist eine selbstbestimmte Aussage, die finde ich gut. Aber da muss man erstmal hinkommen. Okay. Das ganze Problem an der Sache ist, ihr seid viele, viele junge Menschen. Ne? Aber trotz dessen, auch in eurer Schulbildung oder in der meisten Schulbildung, ist es eben nicht so, dass wir das gelernt haben, selbstorganisiert gut zu arbeiten. Es gibt Schulen, die machen das und treiben das richtig nach vorne. Margret Ressfeld ist eine ganz tolle Person, die sich sehr engagiert für gute Ausbildung für Kinder. In die Selbstorganisation, in den Selbstwert auch. Aber die meisten Schulen sind völlig anders. Da lernen wir immer noch zu funktionieren. Ja? Und ein bisschen dazu die ganzen Institutionen, ne? Wie war es nochmal, in der Kirche, Militär, was weiß ich was. Oder in euren Firmen in Teilen auch. Da ist das völlig anders. Und das ist ein Problem, weil wenn wir mit selbstorganisierten Teams arbeiten, Jan und ich, dann ist das so, dann knirscht das. Weil die Kollegen aus verschiedenen, diversen Hintergründen, ne, in ihrer Sozialisation gar nicht gelernt haben, selbstorganisiert zu arbeiten. Selbstorganisation kann jeder, ne, aber das ist nicht so easy. Und deswegen brauchen wir sowas Ähnliches wie eine Führung in die Selbstorganisation. Einige bezweifeln das, ich bin da anderer Meinung. Sondern damit wir Selbstorganisation können und können es hier oben. Ne? Also wir wissen vielleicht, wenn Düsterbeck hier was erzählt, wie Selbstorganisation so ein bisschen stattfinden kann. Aber das wirkliche Können kriegst du erst dann hin, wenn du das erlebst, erfährst. Das ist der Rückkanal bei dir, zu sagen, okay, es geht auch anders. Ich ändere mich selber auch, die Selbstreflexion oder ne, das Lernen auch von solchen Dingen. Und dazu braucht es meistens Führung, jedenfalls in Unternehmenskontexten, weil sonst ist das zu teuer. Wenn wir so ein Team haben und jetzt seid ihr mal dran, weil ihr nicht so gut funktioniert, wir funktionieren super, ne, hier vorne, und ihr streitet euch die ganze Zeit nur, was ziemlich häufig passiert in solchen selbstorganisierten Teams und habt aber nicht gelernt, Konflikte vernünftig auszutragen, was ich weiß, das kostet uns alles viel, viel Geld. Also brauchen wir irgendeinen komischen Heini oder Heinien, die Führung in die Selbstorganisation macht. Weiß irgendjemand, wie die heißen bei uns häufig? Ja, hier unten wird es geflüstert laut. Scrum Master, genau. Scrum Master sind dafür da, nicht nur Hindernisse auszuräumen und Kaffee zu kochen, sondern Scrum Master müssen das Team in die Selbstorganisiertheit führen. Wir nennen das auch die zweite Sozialisation in einem Unternehmen. Die erste ist in der Kindheit in der Ausbildung, die zweite im Berufsleben. Und das ist eine sauschwierige Arbeit. Das ist richtig, richtig schwierig. So. Und auch ein weiteres Helferlein, das ihr euch runterladen könnt, was da manchmal hilft, ist zum Beispiel, wie gehen Entscheidungsprozesse in einem Team? Ne, gibt es so kleine Kärtchen hier von Kurswechsel. Mein Kollege Frank Wolf hat die mal erarbeitet, das ist Decision Poker, ne? Delegation Poker, um Räume der Verantwortung klar zu machen, Decision Poker, um Entscheidungsfindungen klar zu machen in einem Team. Also wie entscheiden wir, ob wir eine neue Technologie benutzen und so weiter und so fort. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Okay, so, jetzt nochmal weiter. Das war ja noch nicht alles. Was brauchen wir alles, um eine Lösung für den Markt herzustellen? Ich glaube das. Also wenn wir programmieren oder Software machen, braucht man sowas Ähnliches. Da ist jetzt noch ein bisschen mehr drin. Ne? Da könnte jetzt auch der UX-Experte, Backend-Entwickler, Tester, Testerin, was weiß ich, was alles drin sein. Und das jetzt nochmal, falls ihr weitere Argumentationen braucht, um in Zukunft selbst organisiert zu arbeiten, von Debattin ganz klar, warum das eben eine gemeinsame Verantwortlichkeit ist. Im Komplexen, in der Selbstorganisation, oder man nennt das auch, ich habe extra den Fachbegriff da gelassen, Korporation.
Ihr kennt das aus dem Englischen vielleicht, Corporation oder sowas, ne? In der Korporation, dann bist du nicht verantwortlich für die Handlung des Einzelnen, sondern für die Handlungszusammenhänge. Nur die synergetische Arbeit von euch gemeinsam, mein Superteam. Ja, nur wir gemeinsam schaffen es, ein geiles Softwareprodukt hinzustellen. Wenn ein Mensch von den jungen Menschen hier unten ausfällt, nicht funktioniert, dann müssen wir anderen das kompensieren. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Ja, wir haben eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Das ist im Scrum ein bisschen schwierig manchmal. Wir haben ja so ein Buch, Product Ownership Meister, von meiner Kollegin, Ex-Kollegin Ina, einem Mann und mir. Da gehen wir auch darauf ein. Das ist manchmal so haarig, weil das eine Einzelverantwortlichkeit ist, Product Ownership. Ja, oder Scrum Master ist auch eine Einzelverantwortlichkeit innerhalb des gesamten Teams. Aber das gesamte Team, das Scrum Team, ist verantwortlich für die Handlungszusammenhänge und das, was hinten rauskommt, das Produkt. Da steht es nochmal. Und das macht es so wichtig, das wissen die meisten aber nicht. Dann geht man hin und sagt, ja, mein Kollege, der ist doof, der hat es nicht gerallt oder sowas, der Teamleiter nimmt das wahr, schmeißt den raus oder was weiß ich was. Aber eigentlich muss man miteinander das Problem klären und da ist halt wieder Scrum Master gefordert, sowas zu klären, dass diese Handlungszusammenhänge ganz eng verwoben sind und ihr ein Team seid. Und das ist super, super wichtig, wenn ich eine Organisation strukturieren möchte oder was Neues machen oder Scrum ausprobieren oder was weiß ich, was frage jetzt nicht ab, wer alles agil arbeitet. Ich muss das wissen. Und ich kann nicht Einzelmenschen da rausziehen und sagen, du bist blöd, auch wenn das Verhalten eines Einzelnen vielleicht schwierig ist, sondern es sind immer die Zusammenhänge dieses Teams, die Verantwortlichkeit denn darstellen. Also dieser Deppensatz, Verantwortung kann man nicht teilen, ne? Je nachdem, wie er zu interpretieren ist, ich halte ihn für völlig falsch. Verantwortung ist gemeinsam im Komplexen. Okay, also Einzelverantwortung gibt es nur auf Handlungsebene. Also um das auch nochmal klar zu machen, ne? Hier unten, da befinden wir uns nicht im Komplexen. So, wir gehen weiter. Was kann man da machen? Okay, wenn wir jetzt so ein Team haben, dann kann man zum Beispiel mal gucken, es gibt so die 5 Dysfunktionen eines Teams von Lanchioni, ist zu diskutieren, ob das Buch gut ist oder nicht. Ich würde es euch einfach mal nicht empfehlen jetzt, aber ich finde es insofern ganz witzig, weil wir hier, wenn wir so ein Team haben, mal so ein Poster, könnt ihr euch runterladen von der HEC-Seite, hec.de, nutzen können, um im Team mal klar zu machen, okay, wo stehen wir hier eigentlich? Ne? Also, Beispiel. Eigenverantwortung, die Einzelne. Ne? Ich habe einen eigenen Leistungsanspruch, ich fühle mich für meine Aufgaben verantwortlich, stehe zu den Teamentscheidungen. Auch das übernehme ich. Wenn ich die nicht gut finde, dann sage ich eigenverantwortlich, nee, das mache ich nicht. Aber wichtiger ist eben, und das baut darauf auf, ne? Ich fühle mich auch für die Arbeit der anderen verantwortlich. Das, was wir gerade gesagt haben. Ihr könnt das selber lesen. Und das ist total wichtig, diese Zusammenhang, also wirklich ein Teamgefüge nachher zu haben, wo man füreinander, miteinander da ist, miteinander Verantwortung, bis hin dazu, dass wir dann uns auch ergebnisverantwortlich fühlen und sagen, okay, jetzt haben wir mal richtig Mist gebaut und doch mal einen Fehler gemacht und keinen Irrtum oder irgendwas anderes. Und wir stehen dazu und räumen das wieder aus. Ich glaube, heute Morgen, Jan, du hast es gesagt, war ein super Talk von Otto, glaube ich. Ne, wo die in einem Team einfach alles drin haben, weil sie dann auch Probleminhaber im Team sind. Also das ist auch nochmal so eine Sache, diese ganze DevOps-Geschichte. Ja, wenn ihr so wie Otto alle in einem Team habt, alle Expertisen, die notwendig sind, um das Produkt wirklich zu deployen, rauszubringen zum Kunden, dann seid ihr Probleminhaber und dann kann das Team auch so abgehen wie das Team bei Otto heute Morgen. Finde ich richtig ein cooles Beispiel. Okay. So, also müssen wir jetzt alle die ganze Firma Team sein. Und das ist natürlich auch total falsch und das ist der letzte Impuls. Wenn ihr euch das mal anschaut, die Welt, ihr seht das ja selber, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie nachhaltig verantwortlich ihr so durch die Welt geht. Ja, ich bin da nicht so das beste Beispiel manchmal, ehrlicherweise. Und das sind so Verantwortungskreise, ne? Deutschland, Österreich vielleicht, dann habt ihr eine Firma, die ist in beiden Ländern tätig, eure Abteilung ist da in Deutschland und da habt ihr ein Team und dann habt ihr auch noch eure Familie und dann seid ihr ja auch noch da. Und ich glaube, die größte Verantwortlichkeit ist erstmal die Person für sich selbst. Auch da haben einige schon Schwierigkeiten, der gerecht zu werden. Und dann werden diese Kreise immer größer. Und das ist auch ein Riesenproblem heute. Was interessiert mich, der Regenwald in Amazonas oder sowas, ne, der ist halt so weit weg, ich kann das gar nicht spüren. Wenn ich aber das Problem selber spüre, wahrnehme, dann habe ich auch einen Handlungsdruck, das zu ändern. Das heißt, die Intensität der Verantwortung nimmt zu, je enger ich werde und diffundiert aber,
je größer ich wieder werde. Und das ist auch ein Problem, wenn ich so eine hingehe und als Team, ne, wie groß ist ein Team, sind ja häufig auch so Sachen. Thomas Much hatte heute Morgen auch einen geilen Talk über Mob-Programming, wie klein die Teams teilweise sind, da maximal 6, das ist schon sehr groß, eigentlich macht man schon einen Split denn manchmal so, und wir wollen echt kleine Einheiten haben, mit denen wir richtig gut werken können und in Konflikt auch gehen können. Und je größer das da wird, und deswegen muss man sich auch nicht wundern, dass jetzt zum Beispiel HEC 180 Menschen, aber so ein Zugehörigkeitsgefühl zu HEC, ich weiß nicht, wie viele das wirklich haben. Also das, na, irgendwo ja, keine schlechten Bewertungen oder sowas, aber das diffundiert halt nach außen und die Teams sind halt irgendwo wichtiger. Also das muss man halt auch nochmal wissen, wenn es um Verantwortlichkeit geht, also das Endgrenzung und Begrenzung. Und das jetzt nochmal zusammengepackt gleich, die Kernaussagen, schauen wir mal eben drauf. Also, Kernaussagen. Es gibt Einzelverantwortung nur auf Handlungsebene. Na, und wenn ich synergetische Handlungen habe, dann ist das eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Problemstellungen können nur kooperativ gemeinsam gelöst werden. Das ist die Verantwortlichkeit. Wir brauchen selbstgeführte Teams und die Organisation ist schnell geändert, aber der Mensch leider nicht so. Also wir müssen das lernen, in die Selbstorganisation kommen zu dürfen. Nicht so easy manchmal. Verantwortung diffundiert, je größer die Verantwortungskreise werden. Und als letztes, Verantwortung kann sowieso nur dann angenommen werden, wenn der Raum relativ klar ist. Und ich hoffe, ich habe euch das Thema Selbstorganisation, Verantwortung in agilen Teams so ein bisschen auseinandergefisselt. Meine Stimme geht noch, gleich nicht mehr. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Könnt mir eine Mail schicken oder auf Twitter oder auf LinkedIn gerne kontaktieren, folgen oder wie auch immer, wozu ihr Bock habt. Und vielen Dank, dass ihr der krächzenden Stimme zugehört habt.